Hallo, liebe Zuschauer. Ja, wenn man einen steinigen Weg beschreitet, dann stolpert man auch durchaus mal. Ja, also ich habe ja heute mal wieder Bockmist gebaut auf meinem Kanal. Kann ich gar nicht anders sagen. Und ich mache jetzt ein kleines Video. Ich habe jetzt hier gerade ein Review gedreht. Und ich habe noch gar nicht geguckt, was online so passiert ist. Ich bin jetzt einfach nur nach Hause gekommen. Und das Erste, was ich jetzt machen wollte, war halt die Reviews drehen. Ich habe die Alben heute Morgen gehört. Nochmal und dann aufgeschrieben auch. Ja, also ich mache das eigentlich in der Regel so. Ich höre die Alben immer so nebenbei irgendwie ein paar Mal. Und wenn ich die dann schreibe, höre ich sie nochmal intensiv und gehe auf die Elemente ein und schreibe dann alles nieder. Das macht mir auch Spaß auf diese Weise, wirklich. Ne? So. Also macht mir dann meine Stichpunkte halt entsprechend. Ist das schlimm, wenn ich das ausmache? Ich will ja ein bisschen Inhalt sagen. Man muss nicht jetzt nicht alles gestochen scharf und hey, leuchtend hell sehen. Irgendwie ist die Kamera auch kacke hier. Jetzt ist sie richtig kacke. Ja, ist egal. So, passt auf. Ihr habt ja vielleicht gesehen, ich weiß noch nicht, vielleicht lösche ich das auch einfach wieder. Ich gucke jetzt einfach mal. Ich habe ja noch nicht geguckt online. Was jetzt hier die Reaktion von meiner Kurzschlussreaktion heute Morgen wieder mal war. Oha, 9 plus Kommentare. Ja, ich guck mal ich gehe mal ins YouTube-Studio. Ich mache jetzt mal kleine Kommentare beantworten sogar dazu. Aber ich sage euch noch vorher was, bevor ich das mache. Scroll, 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 scroll. Ui, da ist aber einiges passiert. Ey, Alter, wie lange haben wir das jetzt? 3 Stunden. Junge, 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 ist das viel. Ja, okay. Okay. Gehen wir gleich mal durch. Ich kann jetzt hier aber, ich mache das jetzt hier mit der externen Kamera, weil ich damit ja gerade auch die beiden Reviews gedreht habe. Also ich kann jetzt hier keine Reaction bauen. Deswegen, ich lese das dann gleich einfach nur mal so vor. Wenn der Akku überhaupt lange genug mitspielt. Also ich hatte ja gesagt, ne, wenn man auf einen steinigen Weg geht, dann stolpert man mal. Und das ist jetzt ein steiniger Weg hier, mein Kanal ein bisschen umzustrukturieren und meinen neuen Weg zu finden, nicht mehr so viel. Ne? So. Ah, guck, der ist das ja heller. Manchmal bin ich auch blöd. Ja, manchmal ist gut. Ja. Ich habe jetzt mittlerweile jemanden eingestellt, ja, nämlich meine Frau. Also ich habe es wieder getan. Ich habe mit meiner Frau über alles gesprochen. Und wenn ich mit ihr spreche, wenn die was zu mir sagt, dann kommt das bei mir auch an. So, und meine Frau hat gesagt, Alter, hör doch mal auf, diese Ankündigungen zu machen. Ich so, hä, was für Ankündigung? Naja, wenn du dich hinsetzt und sagst, ja, dies und das ändert sich und dies und das ändert sich und ihr müsst dies und das verstehen und bla bla bla. Mach einfach, hat sie gesagt. Ja, ich fing ja sofort wieder das Diskutieren an. Ja, aber dann kommen wieder einige und denen gefällt dieses nicht und denen gefällt das nicht. Und dann hat sie gesagt, ja, scheiß drauf. Es ist dein Kanal. Oh, es regnet. Es ist dein Kanal, es sind deine Regen. Regen! Regen! Du blöder Regen, du! Ja, endlich regnet es. Ja, okay. Ja, ich mag Regen, ja, aktuell. Ist natürlich wieder scheiße für den Garten. Wir machen das, ihr kennt mich ja, kleine Randnotiz. Wir machen das immer so, wenn wir die Hecke schneiden. Den Heckenschnitt haben wir jahrelang immer in Säcke gestopft und dann kannst du sie zum Bauhof bringen bei uns. Ja, das ist so, da kannst du Müll hinbringen, wenn man so will. Ja? Und das ist dann immer, kostet ein bisschen und die entsorgen das dann. Ja? Mittlerweile machen wir das aber anders. Mittlerweile zerschreddern wir den ganzen Kram mit dem Rasenmäher. Und dann ist das wie Dünger. Den Tipp haben wir von anderen Gartenkollegen bekommen, die machen das nämlich auch. Das ist geil. Und dann macht sie das einfach in ihre Hochbeete mit rein teilweise und so. Dann kannst du es ja wiederverwenden. Das ist ja Recycling pur. Ne? Aber kannst du nicht, wenn es regnet. Das ist ja alles nass dann. Das ist scheiße. Ne? Deswegen, ich freue mich auf Regen, ich mag Regen, aber es könnte jetzt mal ein paar Tage trocken bleiben, damit wir im Garten fertig werden für dieses Jahr. Das muss nämlich noch gemacht werden. Ne? So, jetzt bin ich halt völlig abgeschweift. Nee, meine Frau hat gesagt. Und sie hat recht. Ich weiß nicht, warum das bei mir nicht ankommt, wenn Leute das schreiben oder wenn mir das irgendwelche Freunde oder Bekannte sagen, sondern wenn meine Frau das. Deswegen habe ich gesagt, ja, Schatz, übrigens herzlichen Glückwunsch, habe ich gesagt, hä? Was bist du von mir? Ich sage, du bist eingestellt. Was? Ich sage, ja, du hast den Job. Was? Ja, ich werde jetzt in Zukunft, wenn ich irgendwie wieder mal getriggert bin und ich mache jetzt ein Video. Nein, dann bremse ich mich und spreche mit dir und dann wird das wahrscheinlich auch gut. Okay? Das ist jetzt meine Therapie. Ja, bevor ich jetzt wirklich nochmal zum Therapeuten irgendwo hinrenne und hier die ganze Stadt absuchen muss nach dem Richtigen. Okay, also.
Ich lese jetzt die Kommentare durch, jetzt bin ich mal gespannt, was da jetzt kommt. Ich habe ja, also, um es jetzt mal kurz zu beschreiben, für die jetzt überhaupt nicht wissen, was los ist, weil vielleicht lösche ich den ganzen Bums auch gleich. Also die Abstimmung und auch dieses bescheuerte Ankündigungsvideo zur Abstimmung, ja. Und dann werdet ihr jetzt hier wissen, warum diese Videos verschwunden sind. Also ich habe ja gesagt, ja, ich strukturiere meinen Kanal um, es ist ja okay, das kann ich euch ja sagen. Das war ja auch eine Antwort, mehr oder weniger, auf das Video von Bundesfilmanstalt, der einen, sagen wir, 5%igen Mitanteil hatte an der ganzen Gesamtentscheidung, die ja schon seit über einem Monat, glaube ich, mittlerweile, oder einen guten Monat, weiß ich gar nicht, einigen Wochen in mir stattfindet, diese Änderung. Ne? Durch viele Gespräche mit Freunden, mit meiner Frau natürlich auch und durch auch ein, ich denke ja auch selbst natürlich, ich bin ja jetzt nicht fremdgesteuert, ich denke ja auch selbst nach. Und das ist der Punkt. Ich sollte viel mehr selbst entscheiden. Ich mache eine Abstimmung und lasse euch entscheiden. Was ist das hier, euer Kanal oder ist das hier mein Kanal? Nee, es ist mein Kanal, hat meine Süße heute zu mir gesagt. Dann habe ich gesagt, ja, das stimmt. Danke. Ja. Also, auf diesem Kanal wird Folgendes passieren, was ich will. Und wenn ihr es nicht mögt, dann geht euren Weg ohne mich weiter. Es ist okay. Es ist echt okay. Okay? Ihr dürft mich gerne darauf hinweisen, wenn ich mich bremsen soll. Ob ich das dann tue, entscheide ich aber dann selbst. Und ich hoffe einfach, ich habe die Kraft, die richtige Entscheidung dann zu treffen. Ende. So, jetzt lese ich die Kommentare. Dave's Movie Place schreibt, broadcast yourself, beste Grüße. Genau so ist es, Dave. Ich finde es übrigens praktisch, dass im YouTube-Studio und leider auch nur da, glaube ich, vorgefertigte Antworten manchmal angeboten werden, wo ich dann mich frage, woher weiß YouTube jetzt, was ich jetzt antworten wollen würde teilweise? Vielleicht nicht die genaue Wortwahl, aber ja, manchmal brauchst du teilweise wirklich das nur zu klicken. Ne? Das ist dann ganz gut. Ich versuche es dann auch ein bisschen zu individualisieren, wenn ich ein Smiley oder so dazu klebe noch irgendwie. Ne? So, spart halt Zeit. Warum soll ich es nicht nutzen? Das ist ja Blödsinn. Kunterbund.tv, ja hallo, schreibt, ich kann die andere Seite verstehen, wenn sie sagt, dass du dich etwas zurückhalten solltest. Aber schlussendlich ist es dein Kanal und du musst entscheiden, was das Richtige ist. Und das Richtige ist halt das, dass ich einfach bleibe, wie ich bin. Und wenn ich über die Stränge schlage, dann ist das scheiße. Ja, und wenn ich dann mal irgendwie sage, oh ey, diese Pisser, dann sage ich das, dann ist das so. Aber ich versuche mich insoweit zu bremsen, dass ich jetzt nicht da wieder komplett da hier einen Tobsuchtsanfall bekomme oder was. Ne? Ich bin halt heißblütig. Das sind die italienischen Gene in mir, die ich nicht habe. So, dann. Knechtgeschall schreibt, ich nehme Nummer 4. Sei du selbst und mache, was dir gefällt. Warum bin ich so blind? Kann mir das mal einer erklären? Oder ist das jetzt allgemein so ein Nebeneffekt von der Umstrukturierungsscheiße, die ich hier... Ja, du hast halt recht. Ne? Was bringt es dir, wenn du jetzt nur noch aufpassen musst, um ja niemanden auf den Schlips zu treten? Werbefreundlichkeit vielleicht, aber hättest du dann noch Spaß an dem, was du machst? Nee, es geht mir nicht um Werbefreundlichkeit. So, Speicherkarte war voll. Ich musste jetzt schneiden. Ja? Ist, wie es ist. Wo war ich jetzt? Also nochmal, Werbefreundlichkeit, genau. Ja, nee, darum geht es mir halt nicht. Und ich habe mittlerweile ja auch gelernt, wenn da steht, das Video ist nicht werbefreundlich, dann heißt das aber, dass sich die Werbetreibenden das vorher angucken und dann entscheiden, ob das nicht doch ist. Nur wenn das rot ist, ich glaube, dann ist es Ende. Oder? Oder wie ist das? Ach, ist auch egal. Ist mir Wurst. Ist mir echt Wurst. Ja. Wenn es nicht geht, wenn YouTube sagt, nö, dann sage ich, okay. So, weiter. Ich möchte mich da auch nicht mehr drüber aufregen, über den Quark. Deshalb führe endlich diese scheiß Kanalmitgliedschaft ein. Ja, aber es haben schon Zuschauer gesagt, nein, mach das bitte nicht. Aber ich weiß nicht, was ich dafür anbieten soll. Mach doch einmal im Monat einen Livestream für die Kanalmitglieder. Ja, dann gebe ich mich ja schon wieder, dann begebe ich mich ja schon wieder in eine Regelmäßigkeit und in eine, ich muss das noch machen. Und dann geht es mir irgendwie scheiße und dann bin ich wieder den ganzen Stream über blubberig. Da habe ich auch keine Lust drauf. Das bringt euch dann auch nichts, ja. Was? Oder du machst am Anfang oder Ende von jedem Video eine kurze Danksagung, wo du die Mitglieder namentlich erwähnst. Da wirst du sicher was finden. Ja, das kann man machen. Wenn euch das reicht. Das machen ja auch Leute, die über Patreon unterstützt werden hier, diese Ami-YouTuber. Da hast du am Anfang oder am Ende des Videos dann halt so ein Thanks for our Patreons und dann stehen da die Namen. Das kann ich machen, das ist kein Thema. Oder hier irgendwie so hier Star Wars mäßig, doch vielleicht dann so. Ich habe ja diesen Star Wars Effekt. Ich finde das geil. Ich spiele damit gerne rum.
Manchmal auch einfach so. Und da ist es nie mehr hoch, niemals. Egal. Wo war ich jetzt? Namentlich erwähnt. Da wirst du sicher was finden. Verstelle dich bitte nur nicht für eine Community, die dich so liebt, wie du bist. Und nein, ich bin auch kein Fan von diesen Beef-Reactions. Die darfst du gerne weglassen. Das werde ich auch. Habe ich auch keine Lust mehr drauf. Ja. Aber über Filme und Musik will ich schon gerne deine unverblümte Meinung hören. Deine Art ist ja auch unterhaltend. Dafür hast du Talent. Dankeschön. Nicht falsch verstehen. Ich meine nicht deine Art von unterhaltend wie... Ah, da ist wieder dieser dicke, unser dicker Tanzbär. Nein, du hast halt allgemein Wissen über Filme und Musik. Das ist und es ist spannend, wenn du darüber redest. Bleib einfach, wie du bist. Entschuldigung, ich bin jetzt gerade hier ein bisschen... Meine Augen... Manchmal habe ich einige Tage, da ist alles schön. Und dann habe ich einige Tage, da verschwindet ständig irgendwie... Das ist wie eine kaputte Linse. Scharf und scharf, scharf und scharf. Ganz komisch. Habt ihr das auch, wenn der Brillenträger sagt? Ganz komisch. Das habe ich gerade. Aber ja. Ja, vielen Dank, Knechtgestalt. Der nächste, auch wieder Knechtgestalt. Ich nehme nur, ach, das ist zweimal gepostet worden. Hattest du ein Posting-Problem mal wieder? Ist YouTube wieder am Glitchen? Das ist ja öfters mal der Fall, ne? Habe ich auch manchmal, wenn ich bei anderen kommentieren will. Hey, wieso ist mein Kommentar jetzt weg? Zum Glück habe ich das, mache ich inzwischen standardmäßig. Ich schreibe Kommentare vor. Ich mache meine Word-Datei auf. Schreib da den Kommentar rein. Wirklich. Und mache immer nach jedem Satz, den ich geschrieben habe, save ich. Und dann gucke ich weiter das Video. Ah ja, okay, da möchte ich auch was zu sagen. Tipp, speichern. Weil ich habe oft genug die Blödheit besessen in dem Video. Du guckst und dann, ja, geil. Und dann machst du weg, machst das nächste Video an, klickst auf was weiß ich wohin. Ah, ich hätte doch einen Kommentar geschrieben, das habe ich gar nicht abgeschickt. Ja, kennt ihr das? Da habe ich nämlich auch keine Lust mehr. Deswegen schreibe ich die inzwischen, ach, seit Ewigkeiten schon, in der Word-Datei vor. Oder man schickt ab und es verschwindet einfach. YouTube schluckt es. Das ist mir auch schon oft passiert. Slane, also achso, oha. Zar Johannes Diabolo, welch ein erlesener Name, schreibt, Slane, mach doch einfach die Videos, die du machen willst. Es ist nicht zu fassen. Ihr sagt alle genau das, was meine Frau gesagt hat. Das ist so witzig. Ich liebe euch, ohne Scheiß. Wenn du über etwas sprechen willst und es auf YouTube teilen willst, dann mach das. Egal, ob es um was Positives oder Negatives geht. Leute, die nicht zufrieden sind, wird es halt leider immer geben. Es ist genau der Sermon, den meine Frau heute zu mir gesagt hat beim Mittagessen. Es gab selbstgemachte Pizza. Man kann es halt nicht allen recht machen, genau. Und das muss man auch nicht. 10 Daumen hoch, ja, jetzt sind es 11. Ich daume und herze jetzt auch beide... Auch den doppelten Kommentar von Knechtgestalt. So, Dreamcatcher, mach weiter wie bisher, mach dein Ding. Recht machen kann man es eh niemandem. Von daher, die Leute finden immer was, worüber sie meckern können. Ich muss irgendwie schaffen, diese Dünnhäutigkeit abzulegen. The Albarone schreibt, wegen 2 bis 3 negativen Kommentaren auf alles schließen, scheiß doch einfach drauf und mach, worauf du Bock hast. Meine Güte, wenn du es jedem recht machen willst, dann hör lieber auf. Richtig. Denn das wirst du nie schaffen. Du entscheidest, was hier läuft. Ich mochte den Content so, wie er war. Aber dieses Hin und Her, es jedem recht machen zu wollen, nervt. Ist ja bald wie der Vocalist in Hollywood. Ja, weißt du, da hast du echt recht. Und ich mache dieses Video auch ganz bewusst. Denn ich werde das jetzt hier auch beenden. Dieses, ja, was soll ich denn machen? Und das ist mein neuer Weg. Und ich muss euch hier noch erklären, so und so läuft jetzt dies und das. Nein. Ja, ich werde vielleicht das eine oder andere nochmal ansprechen, im Zusammenhang, wenn es in einen Zusammenhang gehört von irgendetwas, was ich einfach allgemein erzählen will. Ja, aber ich werde nicht mehr hier von wegen, ja, dieses letzte Video da. Ich nehme den Scheiß auch gleich runter. Ich nehme das gleich runter, jetzt sind wir so blöd. Es ist halt wahrscheinlich gehört alles zum Reifeprozess, ich weiß es nicht. Okay, Big Tomato, ihr habt die geilsten Namen, ey, schreibt, nichts ist langweiliger, als einem Mainstream-YouTuber über die Schulter zu sehen, so wie du bist mit Ecken und Kanten. Was? Okay. Sei wie du bist mit Ecken und Kanten. Himmelhoch jauchzend oder zu Tode betrübt, dafür mag ich dich, sei du selbst. Dann kommt hier, also erstmal danke, The Ärztekiller. Moin Slane, ich schaue dich jetzt seit ungefähr 3 Jahren und würde sagen, zieh einfach dein Ding weiter durch. Besonders deine ehrliche Meinung mag ich an dir. Auch wenn sie für den einen oder anderen zu hart, in Anführungszeichen, steht das da, ist. Du kannst es eh nicht allen recht machen. Es ist, ja, okay.
Vor allem höre ich immer sehr gerne deine privaten Sachen an, wie im letzten Vlog. Mein Gott, dann fällt halt mal ein so böses Wort. Oh nein, beste Grüße. Ja, René, vielen lieben Dank. Ich habe hier unterschrieben mit René. Don't hug me, I'm squared. Der kommentiert ja gerne und ich lese seine Kommentare auch gerne. Ich habe für Weitermachen gestimmt, aber mit dem Wunsch, dass du das machst, was dir gefällt. Denn momentan drehst du dich leider ziemlich im Kreis und das ist auf Dauer für niemanden gut. Egal, ob Formate wegfallen oder hinzukommen, egal, ob kritisch, emotional oder fröhlich, sei du selbst und mach, was dir gefällt. Wem es nicht passt, Pech. Wem es gefällt, willkommen. Punkt. Der Kommentar ist noch nicht zu Ende. Du nimmst dich ja schon mit direkten Angriffen oder zu derben Schimpfwörtern zurück und willst auch keine Beef-Reactions machen. Also sehe ich da kein Problem mit dem Rest. Richtig. Das, auch das hat meine Frau gesagt. Hat ja mit meiner Frau gesprochen, oder was? Mach einfach, worauf du Lust hast und scheiß drauf, ob es allen gefällt. Du hast eh schon eine Community aufgebaut und meintest selber, du scheißt auf Klicks. Also was steht dir im Weg? Eigentlich nichts. Wenn du mal drüber nachdenkst, nur du dir selbst... Nochmal, wenn du mal drüber nachdenkst, nur du dir selbst, schadest du, nur du dir selbst momentan, oder was meinst du? Egal. Und ja, Leute schreiben nun mal das eine oder das andere, aber das gehört dazu. Da hast du auch recht. Solange du mit deinem Konto, also ich möchte auch an einer Stelle, das möchte ich auch noch erwähnen, die Leute, die jetzt da kritisch waren, ja, und das ausgelöst haben, ich habe kein Problem mit euch. Fühlt euch jetzt hier durch das Ganze nicht angegriffen. Ihr seht das halt anders, ja. Das ist okay, aber ihr seht ja, was die Allgemeinheit sieht. Ne? Und das geht, ist auch egal, was jetzt hier die Allgemeinheit sagt. Ja, das, was ich jetzt daraus mache, das ist das, was zählt. Und für mich fühlt es sich gut an, so zu bleiben, wie ich jetzt aktuell bin. Und da, ich werde auf meine Frau hören, die darf mich gerne beeinflussen. Die darf mich gerne domestizieren. Ja? Einfach zu machen, worauf ich Bock habe. Ich mache ein Video und habe hinterher das Gefühl, ja, das ist gut, das hochzuladen. Ja, dann ist es auch richtig, das hochzuladen. Und dann Bauch mir sagt, es ist gut, das hochzuladen. Und wenn ich merke, es ist ein Impuls und ich bin wütend und lade es deswegen hoch, dann bremse ich mich und lasse mal noch mal einen halben oder einen ganzen Tag vergehen und überlege das Ganze nochmal und macht. Also ich muss mich da ein bisschen Impuls steuern. Und ich glaube nicht, dass das falsch ist. Okay? So, solange du mit deinem Content Spaß hast und dir noch das und dir doch etwaiges Mimimi am Arsch vorbeigehen, sollte dir doch etwaiges Mimimi am Arsch vorbeigehen. Solange es nicht grob beleidigend ist, lass es einfach da stehen und geh nicht weiter drauf ein. Fertig, richtig. Kritik ist natürlich wichtig. Ja, ist es auch richtig. Ja, aber selbst du, da pickst du dir dann auch nur die Punkte raus, die du auch so siehst und bist nicht gleich gezwungen, alles zu ganz umzuändern. Das muss ich dir, glaube ich, auch eigentlich gar nicht sagen. Das weißt du ja selber. So, ich könnte jetzt noch weiter palabern, aber sonst wäre es das Gleiche, was ich vorher schon in anderen Videos gesagt habe. Und darauf, mich weiterhin zu wiederholen, habe ich keinen Bock. Nee, ist okay. Mach, was du für richtig hältst und der Rest ergibt sich dann schon. Dann haben wir hier, also vielen Dank, don't hug me, I'm squared. Frank Zito schreibt, das war doch ein ganz normales Video, wo du über etwas über Filme erzählen tust. Verstehe die negativen Kommentare unter dem Video nicht. Ich habe mit Weitermachen gestimmt. Danke, okay. Ich hätte auch kein Problem gehabt, wenn du dagegen gestimmt hättest. Ich habe das dann schon ehrlich gemeint, dass ich dann mich da auch dran halte. Ne? Aber nein, gleichzeitig auch wieder jetzt im Nachhinein jetzt auch nicht, weil ich halte mich an mich selbst. Ich werde auch gleich das Ganze mit der Abstimmung dann löschen. Ne? Obwohl, nee, die Kommentare sind ja dann weg. Das kann ich auch nicht machen. Ja, ich meine, ich lese sie ja jetzt vor. Ich ehre die Kommentare ja mit dem Vorlesen jetzt dann. Ne? Ich halte eure Kommentare jetzt auf diese Weise in Vorleseform fest. Die werden aber zum Lesen dann gleich verschwinden. Okay? Und ihr habt dann auch gleich meine Antwort hier in Videoform. Ja, deswegen mache ich das jetzt auch. Ist das auch, glaube ich, nicht mehr so viel. Blu-ray-Sammler One schreibt, ich schaue dich seit mindestens 8 Jahren und liebe deinen Kanal und deine Ehrlichkeit und freue mich jeden Tag, wenn ich sehe, es gibt ein neues Video von dir. Dankeschön. Egal ob Vlog, Feedback, Wochenrückblick oder deine Geschichten von früher, du bist einer der ehrlichsten YouTuber und ich kann mir eine Welt, jetzt geht das wieder los mit den Augen, ne? Ohne deine Videos nicht mehr vorstellen. Juhu, treibt man nicht. Okay, danke. Ich schaue deine Videos jeden Tag, egal ob beim Sport, Putzen oder Kochen. Gott. Okay. Hör bitte nicht auf,
diese wenig, ach so, hör bitte nicht auf diese wenigen Kommentare und mach weiter, wie du bist und was dir gut tut. Ja, vielen Dank. Weitermachen und sich, schreibt Frank Sito nochmal, und sich nicht von ein paar negativen Kommentaren ärgern lassen. Dann Kinolli. Kinolli, ich weiß nicht, soll ich Kinolli sagen oder Kinolli? Weil Kinolli klingt ein bisschen wie Knolle. Knolli. Kinolli. Okay. Schreibt dein Kanal, deine Entscheidung. Für mich reichen Reviews zu Film und Musik. Aber das ist ja nicht ausschlaggebend. Lass dich ni aber nicht für Sachen einspannen, die andere nur belustigen und du selbst darunter leidest. Ich werde versuchen aufzupassen, ne? Mich da nicht einspannen zu lassen. Dein Kanal, deine Regeln, schreibt Superior Inferiority. Ich hoffe, ich habe es richtig gesagt. Ich habe weitermachen gewählt. Mach die Videos so, wie du möchtest, Tommy. Es gibt zu viele langweilige, angepasste Kanäle auf YouTube. Wie sagte Shakespeare doch so schön? Opinions are like assholes. Everybody got one. Ja, ja. Vielleicht war es doch nicht Shakespeare, aber egal. Weiß ich nicht. Warte mal. Warte mal. Ich google das jetzt. Wir wissen gleich, wer das gesagt hat. Jetzt muss ich mal einen neuen Tab aufmachen. Moment. Was? Simone Elkeles hat das gesagt. Simone Elkeles. Wer ist Simone? Ich bin halt unbelesen bei sowas, ne? Aber ja, so noch was? Oh ja, es geht noch weiter. Und zwar Kinolli nochmal. Weitermachen, was dir gefällt, ohne dich zu stressen. Sich selbst zu stressen ist die dümmste Art von Stress. Ja, richtig. Selbst wenn du ein 60-Sekunden-Video über FSK-Flatschen machen würdest, hätte das immer noch mehr Inhalt wie so manche Filmreview oder Ranking. Ja, stimmt. Dann schreibt hier Franzi. Hallo Franzi. Mach, was dir gefällt und gut tut. Richtig, das ist kurz runtergebrochen genau der Inhalt, ne? Auch von allem, was meine Süße heute zu mir gesagt hat. Super, Zirik schreibt, weitermachen, ganz einfach, war nichts Schlimmes dabei. Die Ungefickten, die bei Mutti zu Hause wohnen, empfand ich als lustig. Die habe ich ja auch noch erwähnt, stimmt ja. Das ist ja aber kein P-Wort. Was ist denn das P-Wort? Wo war denn das? Ist also auch egal, wo das P-Wort war. So, dann haben wir hier noch Kaffee mit Sashi. Eieieiei, jetzt unerwartet, ne? Schreibt, du musst, darfst, sollst und kannst nicht jedem Menschen auf diesem Planeten gefallen oder ihm gerecht werden. Man muss davon ausgehen, dass 99% der Weltbevölkerung einen nicht mögen. Mein ganz einfacher Tipp: Mach, was du willst und wie du es willst. Es gibt keine Patentlösung. Selbstreflexion ist wichtig, aber es darf niemals dazu führen, sich zu verbiegen und zu schauspielern. Richtig. Glaub mir, ich weiß selbst bei mir ganz genau, wie nervig ich auf viele Leute wirke und dagegen kann ich leider nichts machen, außer einen schönen Weg zu wünschen. Das Wichtige ist, dass du dich in deinen Videos positiv und gut fühlst. Und wenn du abgehst wie eine wilde Bulldogge und dich dabei wunderbar fühlst, niemanden beleidigst, ja, dann ist das so. Richtig. Und ich hatte jetzt bei den letzten, ich habe jetzt gerade, ich habe ja am Anfang erzählt, ich habe gerade zwei Reviews gedreht. Es hat richtig Spaß gemacht, die beiden Reviews zu drehen. Ja. Und auch das jetzt hier macht gerade Spaß. Was? Tomatzenatze. Tomatzenatze. Ganz ehrlich, YouTube ist nicht das Richtige für dich. Deiner Psyche tust du keinen Gefallen damit. Ja, wenn ich gleich schneide, dann ziehe ich mir meine Hab mich Liebjacke wieder an, dann geht es mir wieder besser. Martin R811 schreibt, ach, diese Zahlen, die brauche ich ja nicht mitlesen, die kommen ja von YouTube, ne? Vielleicht wäre eine Trennung, also Film und Musik sowie Privatkanal, wirklich eine sinnvolle Option. Boah, das kriege ich gar nicht gemanagt. Ich hatte schon, es wuchs mir schon über den Kopf, als das alles noch hochherging, mit dieser Anti-Allianz-Nummer. Diese zwei Kanäle, das war echt Stress damals. Ohne Scheiß. Die Kommentare, die Sektion auf dem Hauptkanal und dann, da bin ich nicht fähig für. Da habe ich großen Respekt vor den multitasking-fähigen Frauen. Ohne Scheiß. Das meine ich nicht ironisch. Wenn ich manchmal so sehe, was meine Frau alles nebenbei macht, da läuft was im Fernsehen, sie guckt was am Handy und ich erzähle ihr am besten noch nebenbei was. Die hat aber alles drei gleichzeitig aufgenommen. Du kannst sie hinterher über alle drei Sachen abfragen. Du kannst praktisch dann direkt danach, kann ich sagen, was habe ich gerade zu dir gesagt? Ja, dieses und das. Was hast du da gerade gelesen? Ja, dieses und das. Was war da gerade im Fernsehen der letzte Witz oder die letzte Frage in der Quizshow? Ja, dies und das. Antwort war dies und das.
Ich glaube, die weiß auch, ob das Universum wirklich unendlich ist oder nicht, aber sie sagt es keinem. Ich weiß es nicht. So, dann haben wir hier Durchanani. Verbiege dich nicht, aber etwas Impulskontrolle ist nie verkehrt. Ich habe übrigens die ganze Zeit vergessen, Daumen zu geben jetzt hier wieder. Ne? Ich bin so. Ja, auch die negativen Kommentare kriegen jetzt Daumen und Herzen. Verbiege dich nicht, aber etwas Impulskontrolle ist nie verkehrt. Richtig. Das habe ich ja gerade gesagt. Ich werde in Zukunft versuchen, darauf zu achten. Und bevor ich ein kritisches Video hochlade, erstmal nochmal mit Frauchen drüber sprechen. Ne? So. Ich habe gerade Frauchen gesagt. Ich bin ihr Hundi. Also, Collector Lounge fragt, mach einfach weiter so wie vorher. Es gibt im Leben negative und positive Dinge. Ich würde auch keine Formate auf deinen Kanal streichen. Mach deine Videos wie immer, egal ob Reactions oder andere Videos. Du bist wie du bist, zerstör deinen Kanal nicht. Da hast du auch recht, die alten Formate, gut, ich sehe keinen Sinn mehr in den Wochenrückblicken. Ich habe es ja erklärt. Ja, weil es gibt Wochenrückblicke und gab auch Wochenrückblicke, die keinen Inhalt hatten. Ich habe dann über Filme gequatscht da eine Stunde lang. Das ist ein Blödsinn. Vielleicht kann ich das ja so machen, dass ich dann. Aber es ist auch wieder regelmäßig, das möchte ich auch nicht mehr. Ja, aber es wird schon noch genug Content geben, wartet einfach ab. Wenzel schreibt: Slane, Alter, du bist cool, so wie du bist. Cool mit Doppel-U und K. Auch mit Sprüchen, also bleib dir einfach treu. Dankeschön. Herz, so. Oh, sie kommen hier jetzt immer ständig welche zu. Wie viel kommt da jetzt noch? Ja, okay, es geht. Es 5 noch, glaube ich. Domi schreibt, weitermachen. Deinen letzten Vlog fand ich echt gut. Kein Plan, was da welche dran auszusetzen gehabt haben. Habe ich noch Akku? Oha. Gegen Schimpfwörter, die einem in Eifer des Gefechts, sorry, rausrutschen. Ah, wieso muss ich jetzt immer aufstoßen? Das nervt. Hat niemand was? Das passiert halt. Oh, es schmeckt nach Pizza. Ich muss nach Pizza aufstoßen. Ist ja ekelhaft. Zu den Wochenrückblicken. So dolle waren die jetzt auch nicht mehr am Schluss. Siehst du? Danke. Die werde ich jetzt nicht so vermissen. Ich übertreibe jetzt mal. Wenn ich zum 1000. Mal höre, wie kacke es ist, einkaufen zu gehen. Ja, richtig. Und so ist es anstrengend. Ja, richtig. Finde deinen neuen Weg und den du eingeschlagen hast, echt gut. Dankeschön. Wie ich nochmal sagen muss, dein Vlog von letzter Nacht, der hat mir echt gefallen. Ja, aber ich habe doch auch davon Einkaufen erzählt. So, Django schreibt, oh, Django hat Monatskarte. Bleib wie du bist, bleib so wie du bist. Du bist der beste YouTuber der Welt. Jo, Leute, Dankeschön, aber übertreibt es doch nicht so. Ja. So, aber ja, ist nett, sehr nett, danke. Also ich sehe deine Vlogs sehr gerne. Ich verstehe nicht, was da manch einer hat. Manche Leute müssen wohl einfach alles schlecht reden. Naja, im Endeffekt ist es deine Sache. Aber ich kann nur sagen, ich bin für die Vlogs. Ja, alles schlecht reden würde ich gar nicht mal so krass sagen. Wie hieß der, Sebastian oder was? Der hat, glaube ich, auch in der Vergangenheit schon ein paar Mal kritischer kommentiert. Ja. Irgendwie mit, als Walter mir hier in die Wohnung gekotzt hat in dem einen Video, hat er auch gesagt, dein Hund hat das mehrmals signalisiert, du hast es nicht gesehen. Punkt. Ja, stimmt wohl, ne? Da war ich nicht aufmerksam, weil ich ja hier ein Video gedreht habe, ich Dulli, ne? Aber ja, fand ich jetzt auch nicht als schlecht reden, also von daher. So, aber da bin ich damals in den Kommentaren, glaube ich, auch wieder gegen angegangen, ich Idiot. Aber ja, das möchte ich auch alles verbessern, wie gesagt. Horrorhunter schreibt, du hast ja auch immer um Entschuldigung gebeten, wenn du tatsächlich eine richtige Beleidigung gesagt hast. Hast du überhaupt schon jemanden in Videoform richtig beleidigt? Von daher, alles, was sich an deinen Videos ändern soll, ist dein Mindset, sofern du es natürlich für gut hältst. Eine Selbstzensur von dir und ganzen Videos würde so manchen mit Bier auf dem Sofa so passen. Ja, ach. Aber ja, du hast recht. Ja, weiß ich gar nicht. Habe ich mal jemanden richtig direkt. Ja, ich meine, ja. Da müssen wir jetzt mal die Anti-Allianz rauslassen, denn da habe ich natürlich. Ne? Ist so. Und die eine oder andere Reactions war, glaube ich, auch schon ziemlich drüber. Auf so einige Kristallverkäufer. Ne? Kino Nico. Ach, Nico. Nico schreibt hier. Nico Edel ist das, ne? Warte mal, ich klicke mal drauf. Du heißt jetzt Kino, Nico. Ach so, okay, hast du dich umbenannt. Ja. Okay, schreib, weitermachen, so wie du bist und wie es dir gefällt. Ja, bist du ja und genau das mache ich jetzt auch. Ich aktualisiere nochmal. Ja, okay, wir haben noch ein paar neue. Ein paar ist gut. Also eins, zwei, vier. Ich hoffe, ich schaffe das hier noch. Kenne das nur zu gut. Ich finde manche Filme auch nicht. Ach so, das ist wegen dem Vlog. Obwohl ich genau weiß, wo sie sein müssten, echt schlimm manchmal. Ja, es ist halt das Chaos und stimmt ja auch. Natürlich ist es meine Unordnung, ne? Klar, natürlich.
Ich meine, die sind alle in Kisten und die Kisten sind alle in einer Ecke in dem einen Raum. Da fehlen ja keine Kisten. Und die Filme springen ja nicht aus den Kisten raus und laufen irgendwo hier auf die Fensterbank oder auf den Schrank da oder so. Ich rede ja von den Filmen in meinen Kisten, die ich noch angucken muss. Und da finde ich diese Filme drin wieder. Aber er muss da ja drin sein. Wo soll ich ihn sonst hingelegt haben? Es gibt keinen. Ich lege die nicht irgendwo anders hin. Das macht ja keinen Sinn. Blöd. Ja? Aber ja, gut. Hi Tommy, ganz ehrlich, das ist dein Kanal. Mach das so, wie du es willst. Es nützt doch nichts, wenn du dich verstellst und dich für ein paar Leute anpasst und dich eingeschränkt fühlst. So was geht auf Dauer nicht gut. Entweder verlierst du dadurch die Lust oder es platzt dir irgendwie irgendwann aus dir raus und dann vielleicht an Stellen, wo du es eigentlich nicht willst. Ich schaue deinen Kanal wegen dir und weil du bist, so wie du bist. Ich schaue dich jetzt seit bestimmt 11 Jahren und du hast immer gesagt, was du denkst und auch hast du immer gemacht, wozu du Lust hast. Warum das jetzt ändern? Broadcast yourself. Es sei denn, du willst diese Änderung. Aber ändern, weil es andere wollen, muss ich dir echt sagen, dann sind die, die dich ändern wollen, hier falsch. Verändere dich nur, wenn du es willst. Liebe Grüße. Ja, liebe Grüße zurück. Du hast recht. Kann ich nicht anders. Ich kann dir nur in allen Punkten zustimmen. Frank Galone schreibt, ist normal und bei jedem so. Du freust dich auf etwas und dann wird es Mist. Und das meistens bei Partys und Reisen. Oha. Ja, das habe ich auch schon. Ja, Reisen weiß ich nicht, aber bei Partys habe ich es auch schon erlebt. Ja. Und Murat. Ja, hallo Murat, Mensch. Schreibt, mach so, wie es dir gut tut. Gleichgestellt sind schon viele. Sind schon so viele. Wehe, du passt nicht in die Norm. Schon wirst du angezählt. Mach das, was dir gut tut, verbiege dich nicht und wenn deine Person in deiner und deine öffentliche Arbeit jemandem nicht gefällt, dann soll er dich nicht schauen. Meine persönliche Meinung. Sorry, es verschwimmt schon wieder, aber es war jetzt auch der letzte Kommentar. Also, ja, nee, ich nehme die auch nicht runter. Ich nehme die jetzt auch nicht runter. Ich habe die jetzt beantwortet und ich lasse das jetzt auch alles so stehen. Dann hat man so eine Chronik vielleicht. Kann man das abgleichen mit den letzten beiden, mit dem letzten Video. Und dem dazugehörigen mit der Abstimmung. Aber ich lasse das jetzt einfach so stehen. So. Warum soll man immer alles. Ich nehme das jetzt wieder weg. Nein, mag ich nicht. Ich stehe zu dem Scheiß, den ich gebaut habe. Es ist Teil des Prozesses für mich. Ja, so nehme ich das jetzt wahr. Deswegen lasse ich es drauf. So, ich habe noch, glaube ich, ein bisschen Akku. Ich möchte euch nämlich noch ein bisschen was zeigen. Denn ich habe die beste Frau der Welt. Ich komme da heute rein ins Wohnzimmer. Also ich bin ja, wir fahren dann zu meiner Süßen, ne? Und dann das Erste, was ich mache, Hund anleihen, los. Ich gehe dann da auf der Ecke, wo sie wohnt, mit weiter spazieren erstmal. So, und als ich dann wieder kam und dann ins Wohnzimmer latschte und mich gerade hinsetzen wollte, da kam meine Süße mit Händen in den Rücken. Warst du auch immer lieb und artig? Und ich habe natürlich ehrlich geantwortet, nein. Und sie hat dann gesagt, ja, und dann ja, hat sie mir was gegeben. Und zwar das hier. Ich glaube, die Scheiße kostet 30 Euro. Ich muss gucken. Ich will es sowieso runternehmen von der Liste, ne? Ich gucke jetzt mal. Wo habe ich es denn? 33 Euro. Ja, raus damit. Hat die einfach mal so, ich sage, ja, also ich hab sie darauf hingewiesen. Guck mal, was es auf Blu-ray gibt. Ich habe die erste ja auch, ne? In der Hoffnung, dass ich es zu Weihnachten kriege. Ja, habe ich auch gesagt. Ich sage ja, okay, ich habe dir das ja gezeigt. In der kleinen Hoffnung, dass du es vielleicht zu Weihnachten oder Geburtstag schenkst. Ne? Nö, das ist jetzt einfach so. Hat die irgendwie heimlich im Lotto gewonnen oder so? Ich meine, neulich schon mit Doro das Ding, aber ja, ich freue mich. Ja. Ich weiß wieder gar nicht, was ich ihr dann zurückgeben soll, aber ich glaube, ich muss das auch nicht. Ich glaube, ich muss ihr da nichts zurückgeben für. Man glaubt immer, oh, da muss ich ja jetzt, ah, nee. Ich glaube, das muss man nicht. Ich glaube, die hat sich einfach gefreut, dass ich glücklich bin darüber. Ja. So, und dann habe ich jetzt noch das hier. Ich habe aber keine Ahnung, was es ist, denn es ist von Amazon. Also, ich erwarte CDs, aber nicht gekaufte CDs. Es gibt ein paar Bands, die mal wieder an mich getreten sind. Ne? Und es kommt nicht an. Aber ja, ich habe echt gedacht, haben die meine Postadresse schon wieder verdängelt? Ist das schon wieder irgendein Postbote dumm? Und hat mich ja irgendwie aus einem Roster gestrichen oder was? Nee, es muss ja noch was unterwegs sein. Keine Ahnung, weil das kam heute an hier. Und ich weiß nicht, was es ist. Es fühlt sich wie eine CD an. Ich gucke jetzt einfach mal. Was da jetzt kommt. Ich hoffe, das Akku reicht noch. Ne? Ich greife jetzt wieder blind rein. Ja, da ist ein Zettel. Das ist schon mal gut. Ah, nicht runterfallen. Also, ein Geschenk von Ronny. Moinsen, Tommy. Viel Spaß mit der CD und liebe Grüße. Ah, jetzt weiß ich, was es ist. Der Ronny hatte mich ja nicht angeschrieben. Eben wegen der Doro-CD. Und ich habe gesagt, nein! Du musst es mir nicht kaufen. Hat meine Frau schon gemacht. Dann sollte ich mir was anderes aussuchen. Und ich habe mir ausgesucht, ja.
Sehr, sehr schön. Die neue Fersengold. Ich habe nicht gewusst, dass es die gibt. Ich bin einfach nur auf Amazon. Ja, und dachte nur so, ja, gib mal ein Rockmusik und dann neu oder irgendwie, keine Ahnung. Und dann kam unter anderem viel Kram, wo ich überhaupt nicht kenne. Aber ja, neue Fersengold? Ich wusste nicht, dass es eine neue Fersengold gibt. Und die ist gerade rausgekommen an dem Tag, wo Ronny das angeboten hat. Dann habe ich ganz frech einfach gepostet und hat gesagt, okay. Ja, das ist sehr, sehr lieb. Lieber, lieber Ronny, vielen lieben Dank. Du unterstützt hier mein Hobby, ne? Kann ich nicht anders sagen. So, komm, geh wieder rein da. Geh bitte wieder rein da. Ich muss das nachher nochmal aufbewahren. So. Kommt nachher in die Schublade, der kleine Zettel. So, gut, also. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen, bevor das Akku hier stirbt. Danke, Ronny, für die CD. Sehr, sehr geil. Review wird dann irgendwann folgen. Weil Folkmusik passt wunderbar in die Herbst-Winterzeit. Ne? Und meine Frau wird sich auch freuen. Die mag Fersengold nämlich auch gerne hören. Ne? Die wird sich auch freuen, wenn ich ihr das dann morgen erzähle. So, gut. Dann nochmal. Danke fürs Zuschauen. Danke für eure Kommentare. Danke für eure Meinung in der Abstimmung, die ich mir gar nicht angeguckt habe. Schaffe ich das jetzt noch? Warte. Ich möchte die Stimmen gerne mal einmal sehen. Community. Also. Stimmen. 170. Boah, Alter. In den paar Stunden. Junge. Euch liegt ja an mir, ne? Das kann ich ja nicht anders sagen. Also. YouTube ist ein Minenfeld. 6%. Also ab sofort passen wir auf. Das wollte ich damit ausdrücken. Ja? Sei angepasst, Slane. 15%. Aber 79% sprechen ganz klar für weitermachen. Ne? Und ich mache weiter. Und ich mache weiter, wie ich das will. Und ich belästige euch jetzt auch nicht mehr mit, ja, ihr müsst verstehen dies und das. Und ich erkläre euch jetzt nochmal dies und nochmal das. Ihr müsst verstehen, wie ich dieses meine und wie ich das meine. Ich mache einfach. Wenn es euch nicht gefällt, dann tut es mir leid. Ich versuche in den Kommentaren dann entsprechend zu sagen, ja, tut mir leid, dass du das so siehst. Aber danke für deine Meinung. Ganz einfach. Ja, okay. Und natürlich weiterhin, der Ton macht die Musik. Passt mir der Ton nicht? Schönes Leben noch. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wünsche euch viel Spaß, was auch hier als nächstes schaut. Ich hoffe, ihr habt Verständnis für den ganzen Heulkram heute wieder. Heute Vormittag da, dieses Ding da und so. Ne? Es ist halt alles ein Entwicklungsprozess, aus dem ich gerade mit euch gehe. Und dank euch und vor allem auch dank meiner Frau. Es hilft dann halt, dass ihr mich wieder aufrichtet und mir wieder den Weg weist, der ja eigentlich offen vor mir liegt. Ich bin gestolpert über einen Stein, okay? So, habe ich am Anfang schon gesagt. Ne? Gut, dann viel Spaß, was auch mir als nächstes schaut. Und bis zum nächsten Mal, wie immer. Farewell.